Im Norden des Kosovo verstärken NATO-geführte Friedenstruppen die Sicherheitsvorkehrungen rund um ein Rathaus, wo Anfang der Woche 30 KFOR-Soldaten und 50 militante Serben bei Zusammenstößen verletzt wurden. Wieder versammelten sich hunderte serbischstämmige Demonstranten und wiederholten ihre Forderung nach dem Abzug von Sonderpolizei und albanischen Beamten, die nach einer auf Geheiß Belgrads boykottierten Wahl in das Bürgermeisteramt einziehen sollten. Kosovo-Serben protestierten mit einer etwa 200 Meter langen serbischen Fahne vor dem Rathaus. Internationale Bemühungen zur Entschärfung der Krise sind im Gange. EU-Vertreter haben sich mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić getroffen, während der ehemalige Ministerpräsident des Kosovo, Albin Kurti, am Rande einer Konferenz in der Slowakei ebenfalls Gespräche mit EU-Beamten geführt hat. Die Unruhen haben die Furcht vor einem Wiederaufflammen des Konfliktes im Kosovo geschürt, dessen Unabhängigkeit von Belgrad nicht anerkannt wird. Schutzmacht des Kosovo sind die USA, die den Versuch, den albanischen Bürgermeistern gewaltsam Zutritt zu den Rathäusern zu verschaffen, als unnötig verurteilte. Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron wollen sich mit den Regierungschefs Serbiens und des Kosovo treffen.